Im Streit um die Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke wussten wir seit Tagen, ach, seit Wochen, wo Grüne und FDP stehen. Doch wo war eigentlich die SPD? Abgetaucht. Der Kanzler hat es, ähnlich wie seine Vorgängerin, bislang gemieden, seinen Koalitionspartnern zu sagen, wo es langgehen sollte. Doch stille Wasser sind offenbar tief. In diesem festgefahrenen Konflikt musste er die aufgehitzten Ministergemüter abkühlen und ein Machtwort sprechen, beziehungsweise ein Machtwort schreiben, angeordnet per Brief. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Nicole Konert. Lange war es still rund ums Kanzleramt. Dabei wurde hinter den Kulissen viel diskutiert über die Laufzeit der drei Atomkraftwerke. Erst gestern wieder ohne Erfolg. Grüne und FDP blieben seit Tagen stur bei ihrer Position. Es spricht physikalisch und ökonomisch alles dafür, die Kapazitäten der Kernkraftwerke insgesamt für die Krise ans Netz zu holen. Das wird auf keinen Fall mit uns passieren. Nicht mit der Bundesregierung, nicht mit den Grünen in der Bundesregierung. Diskussionen bringen nun nichts mehr. Eine Entscheidung für die drei AKW muss nun schnell her, beschloss der Kanzler. Sonst würden sie einfach so Ende des Jahres auslaufen. Und so gibt er am Abend seine Entscheidung bekannt, schriftlich an die Minister. Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen, Olaf Scholz. Heißt, so wird's jetzt gemacht oder auch Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Für die Grünen etwas Positives. Immerhin werden keine neuen Brennstäbe gekauft. Aber das AKW Emsland wird weiter betrieben. Eine absolut rote Linie für die Partei. Die Entscheidung ist fachlich nicht gerechtfertigt. Sie ist nicht durch den Stresstest gedeckt. Sie ist politisch außerordentlich fragwürdig. Eine Woche, nachdem die zwei Parteien, die sich gegen die Inbetriebnahme von Emsland in Niedersachsen die Wahl gewonnen haben, diese Parteien versuchen zu zwingen, dieses Kraftwerk ans Netz zu schicken. Das wird, glaube ich, noch eine ganz schwierige Operation. Die FDP sieht sich als Gewinner, obwohl sie für noch längere AKW-Laufzeiten war. Das ist eine richtige Entscheidung. Ich begrüße das ausdrücklich. Vor allen Dingen ist es eine richtige Entscheidung für Deutschland. Und vor diesem Hintergrund würde ich anempfehlen, dass der Deutsche Bundestag so schnell wie möglich den Weg dafür auch gesetzgeberisch frei macht. Die SPD steht hinter dem Machtwort des Kanzlers. Ist das nun der zukünftige Führungsstil in der Ampel? Olaf Scholz verfährt als Bundeskanzler nicht so, dass er breitbeinig andauernd seine Richtlinienkompetenz nutzt. Das sehen wir auch daran, dass er sie jetzt das erste Mal in dieser Deutlichkeit angewendet hat. Aber er ist eben bereit, sie zu nutzen, wenn es darauf ankommt. Und wenn es droht, dass durch Zeitverzug wichtige Entscheidungen vertrödelt werden. Die Union hält nichts von der Entscheidung. Wenn der Kanzler ein Machtwort spricht, sollte er auch richtig durchgreifen. Erforderlich wären der Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke, und zwar mindestens bis Ende 2024. Dafür müssten Brennstäbe bestellt werden. Das letzte Wort hat aber der Bundestag, denn die Ampelkoalition muss das Atomgesetz dafür ändern. Und in Berlin begrüße ich jetzt den Bundeswirtschaftsminister. Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Frau Mioska. Noch am Wochenende ist Ihnen Ihr Parteitag, zähneknirschend muss man sagen, gefolgt und hat den Reservebetrieb von zwei AKW beschlossen. Und heute nun weist der Kanzler den Leistungsbetrieb von allen drei AKW an. Was ist das aus Ihrer Sicht? Eine bodenlose Frechheit? Nein, es ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation und insofern ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation. Ein Vorschlag, der mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers die maximale Autorität einbringt und deswegen einen Weg weist. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt bewerbe, auch zu folgen. Wie stehen Sie jetzt da vor Ihrer Partei? Ist Ihre Autorität nicht beschädigt? Es war eine, wie ich sagte, verfahrene Situation, die Zeit ist uns davongelaufen. Die niedersächsische Landtagswahl hat das zumindest nicht beschleunigt, um es vielleicht höflich zu formulieren. Und nach der Landtagswahl haben verschiedene Akteure auch ein bisschen gebraucht, um vielleicht Abstand zur Wahl zu gewinnen.
Es wäre ohne Frage besser gewesen, auch besser für die politische Situation, dieser Vorschlag oder eine Lösung wäre vor dem Parteitag der Grünen am Wochenende gewesen, dann hätte man darüber bereden können. Aber es gab eben sehr viel andere oder weitergehende Forderungen. 6 AKWs, Laufzeit bis 24, was meistens auch übersetzt werden muss, über 24 hinaus, da die neuen Brennelemente eine gewisse Zeit nur genutzt, also abbrennen müssen, damit sie danach überhaupt aus dem Leistungsbetrieb rausgenommen werden können. Also da waren viele Optionen auf dem Tisch und deswegen konnte sich der Parteitag nur zu dem einzigen konkreten Vorschlag, der gesetzlich ausgearbeitet war, nämlich der Einsatzreserve meines Vorschlags verhalten. Das hat er dann angenommen. Gar nicht so zähneknirschend, wie Sie das dargestellt haben. Aber natürlich wäre es besser gewesen, der Parteitag hätte darüber entschieden. Konnte er aber nicht, weil alle Akteure offensichtlich länger gebraucht haben. Aber wie stehen Sie jetzt da? Vielleicht sagen Sie ja auch, Gott sei Dank, ich bin erleichtert. Olaf Scholz hat mir einen Gefallen getan, weil er hat das jetzt befohlen, was ich nicht wollte. Freunde bei den Grünen, ich kann gar nichts dafür. Nein, ich halte es für geboten, dass wir die beiden süddeutschen AKWs im Winter verfügbar haben. Das ist bisher nicht möglich gewesen umzusetzen, weil dafür die Mehrheit fehlte, weil die FDP anderes und mehr wollte. Und da wir auf einen spannungsreichen Winter zulaufen im Energiebereich oder jedenfalls zulaufen können, wäre diese Situation die schlechteste gewesen. Und wir mussten da irgendwie rauskommen und mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers wurde heute ein Weg gezeigt, wie wir da rauskommen. Und wie gesagt, das ist ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann. Aber wie arbeitet Ihre Partei damit? Wir haben den erbosten Jürgen Trittin gerade gehört. Das Ganze ist ja mit einem Kabinettsbeschluss nicht getan, sondern es bedarf der Zustimmung des Bundestages. Und andere Kanzler sind mit ihrer Richtlinienkompetenz schon mal gescheitert, weil Fraktionen gesagt haben, nö, da machen wir nicht mit. Ist das im Bereich des Möglichen auch diesmal? Das glaube ich nicht, weil das Land Europa sich ja in einer schweren Krise befindet. Und in dieser Situation dann die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig zu sein. Das kann eigentlich nicht passieren. Und umgekehrt würde ich sagen, wird ein Schuh daraus, dass Olaf Scholz ins Risiko geht. Sonst haben wir ja sehr viele, auch sehr weitgehende Beschlüsse in einer Gemeinsamkeit getroffen, zeigt, dass wir jetzt genug gewartet haben. Es ist zu viel Zeit verstrichen und deswegen ist es gut, dass heute jetzt mal gesagt wurde, wie sich die SPD positioniert und mit dem Kanzler an der Spitze. Und das wird, denke ich, den Weg nach vorne zeigen. Aber es ist doch ein bemerkenswerter Vorgang. Gestern haben Sie drei, Sie und Herr Lindner, noch im Kanzleramt zusammengesessen, sind ohne eine Einigung auseinandergegangen. Und heute ordnet der Kanzler per Richtlinienkompetenz an, wie es zu laufen hat. Ist das ein Zeichen von Macht oder von Ohnmacht? Es war in allerletzter Minute. Naja, es zeigt, und das gilt sicherlich auch für die Menschen, die jetzt mit diesem Beschluss hadern, die finden, er geht nicht weit genug oder er ist viel zu weitgehend, wie eben Jürgen Trittin. Er zeigt, dass diese Frage der Atomenergie eine politische, hochaufgeladene Frage ist und politische Identitäten sich über diese Fragen oder über diese Frage gebildet haben. Deswegen ist ja auch eine Verhandlungslösung so schwer gewesen. Es ist eben keine, ohne die Finanzfragen irgendwie abwerten zu wollen, keine nur finanzpolitische Frage, wo man sagt, naja, dann einigen wir uns halt irgendwie in der Mitte, sondern diese Frage hat Generationen geprägt, hat die deutsche Politik geprägt. Und insofern ist das schon eine Ausnahmesituation. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir bei allen Schwierigkeiten, die auch in der Regierung manchmal da sind, die ich gar nicht leugnen will, wir sind eben unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen politischen Profilen, wirklich große Dinge in dem letzten Dreivierteljahr gemeinsam beschlossen haben. Und das wird sicherlich auch in Zukunft so weitergehen. Jetzt können wir uns endlich wieder anderen großen Dingen zuwenden. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, dass es heute. Und weil Sie so viele große Dinge erreicht haben, versteht ja kein Mensch, dass Sie sich so einen überflüssigen Streit leisten. Wie viel Schaden hat das Ganze jetzt angerichtet? Wir stehen vor einer der vielleicht größten Krisen dieses Landes. Und die Ampel liefert sich diesen, ja, ich finde, total überflüssigen Streit, nur um die eigene Partei zufriedenzustellen. Bei der FDP ist es die eigene Klientel. Was glauben Sie, hat das für einen Eindruck gemacht auf die Deutschen? Wahrscheinlich keinen guten und genützt hat es auch nichts. Und was lernen wir jetzt daraus? Wir erinnern uns noch an diesen Beginn der Koalition. Da war die Rede von Möglichkeitsräumen, solche Vokabeln gab es da, und einem neuen Politikstil, als die Ampel begann. Was ist davon noch übrig, Herr Habeck? Doch, davon ist noch viel übrig. Wir haben ja, das habe ich jetzt wiederholt gesagt, und wenn Sie wollen, lese ich Ihnen die Liste oder sage ich die Liste auf, wirklich auch
große, weitgehende, die Republik auch teilweise spaltende Entscheidungen getroffen von Freihandelsabkommen und CETA, das, was wir neu geeicht haben, bis jetzt auch heute mit vom Kanzler in der Richtlinienkompetenz angeordnet, bis zum Vorziehen des Kohleausstiegs für ein Laufenlassen von 2 Kohlekraftwerksblöcken über den Winter 23/24. Das ist ja alles gute politische Arbeit. Nur in dieser Atomfrage haben wir es, das muss man, denke ich, einfach sich zugestehen, ist mit einer besonderen Frage zu tun, die die Identität von politischen Parteien und auch von Menschen stark geprägt hat. Und das ist nicht gut, ich will das auch nicht schönreden, da ist zu viel Zeit ins Land gestrichen. Wir hätten das früher klären müssen, das war aber nicht möglich aus den genannten Gründen. Die Niedersachsenwahl hat nochmal zu einem Zeitverzug geführt. So, und damit ist es aber auch alles gesagt und deswegen ist es richtig, dass in dieser schwierigen Ausnahmesituation der Kanzler sagt, jetzt sage ich, wo ich stehe, seine volle Autorität einsetzt. Das ist ja nicht ohne Risiko. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen. Und ich kann für mich sagen, dass ich dafür werbe, dass jetzt dieser Weg zu Ende gegangen wird und wir uns dann wieder mit anderen Dingen beschäftigen, hoffentlich dann konstruktiver. Und wofür wirbt die FDP? Die FDP hat nach dieser sagenumwobenen Niedersachsenwahl angekündigt, fortan mehr FDP-Politik durchzusetzen. Geht es denn so rauflustig weiter? Ja, hoffentlich nicht. Woher nehmen Sie die Hoffnung? Weil Politik ohne Hoffnung ein trostloses Geschäft wäre. Nein, wir sind ja in einer Verantwortung, in einer Pflicht für das Land, das maximal Richtige zu tun. Das zu sagen, das würden alle unterschreiben, entbindet nicht von dem Zwang, Positionen anzunähern. Und noch einmal, das ist in vielen Teilen außergewöhnlich gut gelungen. Wir haben andere Projekte gerade in der Pipeline, das Einwanderungsgesetz, wahrscheinlich eins der modernsten, vielleicht das modernste, das in Europa auf dem Markt ist. Mal gucken, wie es dann am Ende aussieht, aber da geht es wirklich gut voran. So in dieser Frage, in dieser Atomfrage, die ja auch in der Bevölkerung hochemotional diskutiert wird, da war es eben nicht möglich, zusammenzukommen. Und diese verfahrene Situation hat der Kanzler heute auf eine besondere Art, die sicherlich nicht dauernd passieren wird, aufgelöst. Und deswegen, das muss man, finde ich, jetzt nochmal klar sich machen, was er da getan hat. Er nimmt die Richtlinienkompetenz wahr. Ein Kanzler ohne Richtlinienkompetenz ist eigentlich nicht vorstellbar. Deswegen verbietet sich damit auch ein leichtfertiger Umgang. Er ist voll ins Risiko gegangen. Und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre. In der Tat, dieses Schwert kann Olaf Scholz nicht mehr so häufig ziehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Robert Habeck. Schönen Dank.